Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von ADA Motors. Links neben mir seht ihr schon eine Trackster in einem etwas extravaganten Umbau. Man sieht es hier vorne auch schon, Feuerwehr. Wenn man bei mir hier einmal durchspickt, sage ich jetzt mal, hier auch für den Landkreis Heilbronn. Und darauf wollen wir heute mal ein bisschen genauer eingehen. Was haben wir gemacht? Wie haben wir es gemacht? Was für Sonderumbauten haben wir denn hier? Und darum geht es heute. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Zustand. Wir blenden euch gerade mal ein, wie das Fahrzeug denn einmal vorher ausgesehen hat. Man hat jetzt auch gesehen, dass die Verkleidungen hier einmal in grün waren. Passt natürlich nicht ganz so gut zur Feuerwehr. Deswegen haben wir es einmal lackieren lassen in Feuerwehrrot. Genauso hier oben einmal den Feuerwehrschriftzug. Was darf bei einem Feuerwehrfahrzeug nicht fehlen? Ganz klar, die Blaulichtanlage. Hier oben einmal auf dem Dach, aber wir fangen ja klassisch vorne an. Wir haben hier einmal rechts und natürlich auch einmal links die Frontblitzanlage. Wenn die Kamera einmal ein bisschen näher vorkommt, dann sieht man das Ganze auch ein bisschen genauer. Wir haben hier in der Mitte auch einmal das Martinshorn verbaut. Direkt darüber befindet sich noch ein Zusatzarbeitsscheinwerfer für maximale Ausleuchtung. Da wir hier vorne hier auch die Frontplates verbaut oder die Extreme Frontplates verbaut haben, müssen wir natürlich auch schauen, wo machen wir die Standlicht-Blinker-Kombination hin. Hierbei handelt es sich zwar schon um ein T-Modell, die sitzen, wie ihr aber wisst, aber genau hier an der Kunststoffverkleidung, geht mit den Frontplates nicht. Deswegen haben wir hier einmal in kleiner, schnuckeliger Ausführung, sage ich jetzt mal, die Standlicht-Blinker-Kombination nachgerüstet. Hier oben einmal die Frontcorners, damit man einfach die Front und auch die Lichter noch mal ein bisschen zusätzlich schützt. Und wenn wir dann weiter nach hinten gehen, einmal auch den vorderen seitlicheren Karosserieschutz. Wie man unscheinbar erkennen kann, haben wir auch die Tür einmal in Rot folieren lassen. Auch hier einmal mit dem Heilbronner Wappen und auch schlussendlich hier einmal die Zuordnung, nämlich Landkreis Heilbronn Brand- und Bevölkerungsschutz. Da geht das Fahrzeug nämlich hin. Wir haben hier auch einen Spezialumbau im Sinne von, wir haben eine Maximalhöhe vorgegeben bekommen, aus dem einfachen Grund, das Fahrzeug wird in einen Container gefahren und dieser Container wird dann praktisch immer an die jeweilige Einsatzorte verschifft und das Fahrzeug befindet sich praktisch überwiegend in diesem Container und der Container hat natürlich irgendwann eine Höhe erreicht und das Fahrzeug muss natürlich auch noch bequem raus und reinfahren können. Aber es soll ja schließlich um den Umbau gehen. Wie gesagt, wir haben hier vorne den seitlichen Karosserieschutz, die Kotflügelverbreiterung vorne und hinten darf natürlich auch nicht fehlen. Rundumschutz brauchen wir selbstverständlich. Das Fahrzeug wird überwiegend im Wald unterwegs sein, wo auch ja, die Feuerwehr jetzt vielleicht nicht gerade danach achtet, wo sie genau hinfahren, sondern natürlich so schnell wie möglich in Einsatzort hin müssen. Deswegen auch hier vorne nochmal den seitlichen Schutz, die Rocksliders, damit auch unten relativ wenig oder nichts passiert. Und natürlich auch hier hinten zur Ladeflächenschutz einmal nochmal den seitlichen Karosserieschutz hinten. Am Hinterbau blieb eigentlich auch relativ wenig serienmäßig. Klar, wir haben hier einmal die Britsche, einmal die Heckklappe zum Öffnen, wie wir es bei jeder Trackster haben. Und den Heckrahmschutz einmal nachgerüstet mit auch den Spritzlappen. Wie vorne schon erwähnt, handelt es sich hierbei um das T-Modell, sprich Standlicht, Bremslicht, Blinkerkombination hier in der Britsche schon serienmäßig. Genauso wie der Kennzeichenhalter mit der 7-poligen Steckdose. Hier unten haben wir die Seilwinde nachgerüstet in der Anhängebockvorrichtung. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf ein. Die Seilwinde hier hinten ist einmal abnehmbar und zwar befindet sich diese im Anhängebock, also in der Aufnahme vom Anhängebock. Zur Seilwinde haben wir hier eine 4500er Synthetik-Seilwinde verbaut. Wie bei jeder Seilwinde von Can-Am können wir das hier
jetzt in diesem Fall auf der rechten Seite einmal manuell entriegeln. Können das Seil rausziehen, einmal beim Synthetikseil wieder ziehen und somit können wir das auch mit der Fernbedienung, die wir auf der Fahrerseite montiert haben, nämlich genau gegenüber vom Tankdeckel. Tankdeckel befindet sich ja auf der Beifahrerseite, der Anschluss jetzt hier einmal auf der Fahrerseite. Haben wir hier einmal out für raus und in für rein. Hier einmal auf in und schon können wir die Seilwinde über die Fernbedienung eben wieder reinfahren. Bezüglich des Anschlusses haben wir hier oben einmal einen Zubehörstecker montiert, den wir hier einfach durch das Abstecken und dann eben auch den Splint von der Seilwinde entfernen. So, die Seilwinde einfach rausnehmen und in diesem Fall kann jetzt eben auch einmal die Anhängerkupplung wieder in diese Vorrichtung rein. Den Splint wird hier einmal wieder reingesteckt und schon habe ich das ganze System gewechselt. Hier hinten haben wir noch einmal Arbeitsscheinwerfer nachgerüstet, natürlich auf der Beifahrer- und auch auf der Fahrerseite. Einmal die Heckblitzanlage für die Feuerwehr natürlich in Blau, genauso wie einmal das Blaulicht natürlich on top oben auf dem Dach. Und jetzt zeigen wir euch das Ganze, wie das einmal aussieht, wenn wir das einmal anschalten. Dazu gehen wir einmal in den Innenraum. Schalterbelegung zeigen wir euch natürlich auch gleich noch. Und so wäre dann einmal die Blaulichtanlage einmal hinten, einmal auf dem Dach natürlich und auch die Frontblitzer natürlich vorne. Da wir hier relativ viel elektronisches Zubehör haben und das Blaulicht auch auf Dauerplus funktionieren muss, bedeutet, es muss unabhängig davon funktionieren, ob das Fahrzeug läuft bzw. die Zündung an ist, würde die Fahrzeugbatterie relativ schnell leer werden, wenn wir das alles nur auf eine Batterie, auf die Hauptbatterie klemmen würden. Was machen wir in so einem Fall? Das ist eigentlich relativ einfach. Wir verpassen dem Fahrzeug eine Zusatzbatterie. Das ist auch intelligent geschaltet. Das bedeutet, ihr müsst diese Zusatzbatterie nicht separat laden, sondern ihr ladet einfach die Hauptbatterie im Fahrzeug, wenn ihr denn eine Batterie laden möchtet. Und sobald die Hauptbatterie eine Spannungsspitze von 13,1 Volt überschreitet, wird die Zusatzbatterie automatisch mitgeladen. Bedeutet, Ladegerät sowohl als auch beim Fahren werden beide Batterien jeweils versorgt. Wo sitzt die ganze Batterie? Befindet sich hier einmal unter der Britsche. Diese können wir natürlich von der Fahrerseite bzw. auch von der Beifahrerseite aus klappen und eingebaut wird diese einmal hier in dieser Position. Im Innenraum haben wir hier einmal die Originalheizung eingebaut mit der Bedieneinheit hier oben im Kombi-Instrument. Direkt darunter befindet sich einmal die klassische Trackstar-Schalterbelegung, einmal den Bergabfahrtempomat, das Schaltmodul für das Kombi-Instrument, das Hinterraddifferential zum Sperren und natürlich den Allradschalter. Wenn wir jetzt hier einmal hochgehen auf das Dachpanel, haben wir hier einmal das Herzstück der Beleuchtungsanlage, einmal die LED-Bar vorne auf dem Frontbumper, die Rear Lights, sprich die Arbeitsscheinwerfer nach hinten, einmal Blaulichtanlage, das Martinshorn und die Stadt-Land-Umschaltung. Das war es auch schon wieder von meiner Seite aus mit dem Umbau. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, einmal liken und den Kanal abonnieren. Wenn ihr Fragen habt zu solch einem speziellen Umbau bezüglich gerade Feuerwehr oder auch natürlich zu einem anderen Umbau, wo ihr natürlich auch auf dem Kanal von uns findet, dann zögert nicht. Anrufen, E-Mail schreiben, vorbeischauen natürlich. Wir haben auch immer zahlreiche Fahrzeuge da, die wir euch natürlich auch vor Ort präsentieren können. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.